Moshpit Passion, you know, for the passion of music. Herzlich willkommen hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kajo. Neben mir der Bernemann von Bonded. Wir werden heute über den neuesten Silberling sprechen. Into the Blackness kommt jetzt am 12. November über Century Media raus. Und die erste Frage, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob das stimmt, irgendwie hatte ich das Gefühl, das Songwriting ging irgendwie ein bisschen schneller voran als bei der letzten Platte, inklusive Produktion, dann Pressen, Labelabgabe als bei dem Debüt. Irre ich mich da oder? Nee, also hast du dich geirrt. Also das war schon sehr, sehr intensiv gewesen. Also wir haben jetzt beim zweiten Album eigentlich ziemlich genauso lange an den Songs gearbeitet, wie das auch beim Debüt der Fall gewesen ist. Wir haben halt dadurch bedingt, dass wir durch den Lockdown, dadurch, dass wir keine Live-Shows spielen konnten leider. Wir haben am 17. Januar hatten wir unsere Release-Show gehabt in Oberhausen und da fiel halt der Vorhang dann. Ne? Und dann haben wir eigentlich schon, ich glaube, sehr früh, ich glaube, das war Februar, März, habe ich angefangen, so die ersten Ideen aufzuschreiben. Und dadurch bedingt hatte ich auch sehr viel Kurzarbeit gehabt, auch für Maloche. Und dann hatte ich halt sehr viel Zeit gehabt, Sachen vorzubereiten halt. Und die haben wir nachher ausgearbeitet. Also so schnell oder so wenig Zeit war es dann auch wieder nicht, ne? Nee, dann kam mir das nur so vor. Wir hatten ja letztes Jahr das Interview im August gehabt, was dann im Oktober rauskam. Und ich habe nur gesagt, dieses Jahr, zack, wir sind jetzt im Studio, wir sind jetzt bei dem Step, dann machen wir Bandfotos, dann machen wir Musikvideo. Und ich dachte mir so, oh wow, die sind aber ziemlich zügig bei der Sache und lassen sich jetzt nicht irgendwie durch Corona, sage ich jetzt mal, einschüchtern. Du hast es gerade gesagt, Anfang letzten Jahres kam die Platte raus, dann Lockdown, buff, peng, ja. Mitten während der Promophase. Und gerade als neue Band ist es natürlich tödlich, aber ihr habt voll Gas das gegeben. Das war tatsächlich vor der Promophase. Also es ist wirklich erste Show, Klatsch, Ende, ne? Man, im Endeffekt, wir haben ja noch Glück gehabt. Es gibt ja viele Bands, die sind abhängig von dem Geld. Ja. Ja, die verdienen damit halt ihren Lebensunterhalt. Und in so gesehen haben wir eigentlich noch Glück gehabt dabei. Ne? Es gibt Schlimmeres. Aber für uns war es natürlich schon ein Scheiß gewesen, ganz klar. Ne? Also wir hatten Konzerte, wir hatten mit Veranstaltern schon viel abgemacht halt und hätten viel live spielen können tatsächlich. Und dann ist halt wirklich alles ausgefallen. Und die Promo war komplett... Ja. Für den Arsch. Ne? Wie hat eigentlich euer Label reagiert, als ihr gesagt habt, hey, wir möchten weitermachen, wir möchten noch ein Album rausbringen, das direkt da anknüpft, wo wir quasi ja den ersten Stempel gesetzt haben? Geht ja natürlich auch gerade um das Finanzielle, weil Labels sind auch betroffen bezüglich der Pandemie. Auch dann müsst ihr auch natürlich Videos bezahlen oder auch Produktionskosten. Wie haben die als erstes reagiert? Ja, die waren froh. Ne? Also im Endeffekt, das war eigentlich auch so geplant. Mhm. Also auch ohne Corona wären die an uns herangetreten und hätten relativ schnell einen Nachfolger haben wollen. Okay. Wäre es ja auch blöd gewesen, weil Rest in Violence, die lief ja an und für sich ganz gut. Die wurde sehr gut angenommen. Und dann macht es natürlich Sinn, dass du sehr schnell, wenn es geht, einen Nachfolger raushaust. Ja. Und so gesehen haben wir dann auch noch Glück gehabt halt. Also wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern wir hätten es garantiert nicht so schnell bedienen können. Ja. Dadurch, durch die Situation, dass wir nichts anderes zu tun hatten, halt, ne, als Songs zu schreiben und hier mit dem Corny zusammen aufzunehmen, so war es ja eigentlich ein Glücksfall gewesen. Das hätten wir sonst nie geschafft in der Zeit. Also wir hätten uns beeilt, aber so schnell wäre es nicht geworden. Songs schreiben ist auch ein sehr, sehr guter Punkt für meine nächste Frage. Und zwar, was mir persönlich auffällt, der Gesang vom Ingo. Da waren noch bei dem Debüt mehr so, ja, wie soll ich das sagen, so Clean Parts, Melodiegesänge. Und das hat ja, glaube ich, bei der Platte... Ja doch, das hat er schon ein bisschen mehr zurückgenommen und seine Einflüsse, so Crowbar, Pantera, so die Richtung, was er gerne hört, ist noch mehr so zum Vorschein gekommen. Würdest du das auch so bestätigen, dass das mehr düsterer ist von den Vocals her? Also definitiv. Also es ist ja so gewesen, der Ingo, der kam in die Band rein, da hatten wir schon einen Großteil der Songs fertig gehabt. Mhm. Und da war eigentlich gar nicht allzu viel Zeit gewesen für den Ingo, da jetzt mit zu arbeiten halt mit den Sachen. Der ist mehr oder weniger in eine Band gekommen und dann haben wir schon relativ schnell mit den Aufnahmen angefangen. Und genau das wussten wir. Also da kann man eigentlich noch mal ein bisschen was ausreizen und da war schon noch Potenzial vorhanden. Und das war der Grund, warum wir uns jetzt, ich glaube Anfang Januar ist es gewesen, diesen Jahres haben wir uns wirklich, das ging glaube ich bis in den März hinein, also da haben wir garantiert 3 Monate haben wir locker an der Vorproduktion gesessen, wo wir uns
nur um die Gesangslinien gekümmert haben. Beziehungsweise die Linien, die sind alle vom Ingo. Mhm. Aber wir haben uns hier zusammen mit dem Corny, haben wir uns hier wirklich sehr viel Zeit gelassen, um ganz konzentriert halt den Gesang da noch ja so schön wie möglich dahin zu bekommen. Und Ingo ist auch sehr experimentierfreudig, hat ganz viel gemacht. Und das hört man auch. Und da bin ich auch sehr glücklich. Also die Zeit, das hat sich wirklich gelohnt, finde ich. Und das ist für mich so der große Unterschied eigentlich zum Debüt, dass wir so als Band da schon mehr zusammengewachsen sind. Und ich finde, das kann man auch ganz gut hören halt, ne? Auf jeden Fall. Also Gesang, das fällt gerade bei der zweiten Platte voll ins Gewicht und gerade auch auf. Und wie ist es denn das gewesen bezüglich der Pandemie und Songschreiben? Du hast ja gesagt, du hast direkt, als das Album rausgekommen ist, dich hingesetzt, hast dich an die Klampfe hingesetzt. Hast du dich dann auch mit deinem Gegenpart auch ausgetauscht? Ganz, sage ich jetzt mal, klassisch per WeTransfer irgendwelche Files hin und her geschickt? Oder habt ihr dann gesagt, okay, wir machen hier irgendwo so einen Cut und gehen dann, wenn das irgendwie vorbei ist oder gelockert wird, hier zusammen irgendwo ins Studio oder Proberaum, arbeiten dann dran weiter? Ja, also wir oder das ist eigentlich eine Arbeitsweise, das habe ich eigentlich auch schon bei Sodom die letzten Jahre so gemacht. Und in der Regel ist es so, dass ich Riffs sammle, vorbereite. Ich habe zu Hause ein kleines Studio, das Studio ist schon gestrunzt. Ich habe die Möglichkeit, Gitarren aufzunehmen. Und da habe ich auch einen kleinen, mit einem Drumcomputer kannst du da arbeiten. Ich programmiere da aber gar nichts, das kann ich auch gar nicht. Ich lasse einfach nur einen Rhythmus drunter laufen, sammle die Ideen, arrangiere das Ganze vor und stell das dann erstmal dem Macker vor. Und mit dem Macker zusammen, dann besprechen wir so ein bisschen das Arrangement. Das heißt, wir beide bauen dann so ein Gerüst auf. Er trommelt dann dazu was. Und wenn wir das haben, zwei Rhythmus- oder Rhythmusgitarren aufgenommen haben, Schlagzeug dazu, dann stellen wir das der Band vor. Und zusammen mit Corny dann auch bei den Aufnahmen, dann sind wir aber durchaus bereit, also da ist auch noch nichts in Stein gemeißelt. Halt, ne? Also dann tun wir dann zusammen mit der Band eigentlich die Sachen dann fertig arrangieren. Und ja, ganz wichtig halt, dass die Vocals dann halt auch da gut drauf passen halt. Ne? Und dann den Rest, also das Feintuning, das machen wir dann alle zusammen. Aber der große Vorteil dabei ist, du schaffst es, wenn du so arbeitest, schaffst du es innerhalb von kürzester Zeit, also wirklich eine Menge Material zusammenzutragen. Mhm. Wenn du dich wirklich mit 5 Leuten im Proberaum triffst, komm, wir machen mal einen Song, ne? Also dann haust du dir wahrscheinlich sehr schnell die Köpfe ein. Und ich finde, das ist eine relativ gute Herangehensweise, wo du sehr effektiv, sehr kurz Sachen zusammentragen kannst. Und am Ende hat dann jeder noch seine Möglichkeit, auch noch seine Individualität da noch mit einzubringen. Halt, ne? Du hast gerade den lieben Corny erwähnt. Für unsere Zuschauer ganz, ganz wichtig. Wir sind heute auch hier beim Corny im Studio. Das, was ihr hier seht, das ist der erste Teil. Gleich gehen wir über in den zweiten Part. Und zwar wird dann der liebe Stelle, auch ein Redakteur von Moshpit Passion, mein Sitz hier quasi einnehmen und rund um das Thema Produktion, Technik mit Corny und Bernemann zusammen sitzen. Doch bevor wir übergehen, möchte ich noch mal über die Platte sprechen. Und zwar ist einigen aufgefallen, beziehungsweise haben uns angeschrieben, ihr bringt ja nur in Anführungszeichen schwarzes Vinyl raus. Und ich dachte mir so, hä, zum einen, es passt halt zum Titel. Oder ist auch noch ein Loch drin. Ja. Und die Frage, worauf ich hinaus wollte, ist, gibt es von Nesi Records oder Nesi Media, die sitzen ja in China vielleicht, noch mal irgendwas farbiges, Vinyl, ist da noch was geplant? Ja, da ist was geplant, sieht sehr geil aus, ich habe es ja auch noch nicht, ich freue mich darauf, also das wird so Splatter-weiß, wird schon sehr schick aussehen, halt, ne? Aber das kommt leider diesmal halt verspätet. Ja, verspätet zum einen und zum anderen werden wir auch kein weiteres farbiges Vinyl wahrscheinlich, ist jedenfalls nicht geplant. Ne? Da werden wir jetzt wahrscheinlich diesmal auch nichts haben. Wir hatten ja letztes Mal alle möglichen Farben. Klar. Aber das ist halt im Moment ist es halt tatsächlich ein Problem halt. Ne? Ja, also jede Band kann davon aktuell, glaube ich, ein Lied singen. Also die Presswerke sind zu bis oben hin. Aber nichtsdestotrotz, pünktlich am 12. gibt es dieses feine Stück im Laden online zu kaufen, also es gibt hier keine Ausrede. Und ich meine, wie gesagt, ne, schwarz passt zum Artwork, passt zum Albumtitel. Und ich würde auch an dieser Stelle sagen, dass wir einen Cut machen und ihr seht gleich den lieben Stelle mit Corny und Bernemann am Mischpult. Also, dranbleiben, bis gleich.
Ja, jetzt sitzen wir hier in der Schallzentrale vom Waldorf Studio. Recordings mit dem Corny und noch mit dem Bernemann. Ich bin der Frank, mich kennt man normalerweise nur von hinter der Kamera, also gar nicht. Mittlerweile wird ja ganz viel digital gemacht, so Camper und den ganzen Modeling-Amp-Geschichten. Nutzt du sowas schon? Was heißt schon? Also nutzt du so Profiling-Amps? Ich hab davon gehört. Oder bist du eher so ein Typ, der sagt so, nee, ich hab hier... Nein, einen, überhaupt nicht. Einen, also einen Röhrentop und... Muss ich wirklich sagen, ich habe mich lange gesträubt, weil so ein Camper ist natürlich überhaupt nicht Rock'n'Roll, wenn du das so siehst. Aber der ist halt gnadenlos praktisch. Ja. Also wenn ich mich daran erinnere, ich habe die letzten Alben, jetzt, die ich ohne Camper, ich nehme mittlerweile schon lange mit dem Camper auf, aber die letzten Alben, die ich mit dem Camper aufgenommen habe, dann hast du in der Regie, hast du dein Head da, der ordentlich Hitze macht, und du hast dann nebenbei, und da brauchst du noch einen anderen Raum, wo dann dein Cabinet drinsteckt, wo die Mikrofone davor stehen, du machst ein Mordsgetöse, weil wenn du das auf Zimmerlautstärke fährst, geht's nicht. Wenn du das im Studio machst, dann ist das egal. Aber ich habe ja auch zu Hause aufgenommen. Also ich habe aber auch mit so einer Silent-Box so um die Cabinets drum und so weiter. Das war halt super aufwendig. Und jetzt mittlerweile stellst du dir so einen Camper. Oh Gott, jetzt höre ich mich an wie eine Werbung für einen Camper. Aber es ist halt sehr viel einfacher geworden. Zum Beispiel gibt ja noch andere, aber... Es gibt ja auch noch andere. Ist immer so. Wir haben ja auch, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt können wir den Helge mal erwähnen, wir haben halt auch wirklich super Connections. Ja, super Support. Tatsächlich, der hier, Limones-Gitarrist, der Helge, der auch mit in der Band ist, der arbeitet bei Camper und wir sind einfach da ganz gut bedient in allen Bereichen. Also das ist auch ein Einfluss auf die Musik, auf die Produktion von London, auch auf andere. Da kriegt man auch mal ein schickes Profil, eine Empfehlung. Support, Gerätschaft und so, wenn man nicht geht. Und auch das macht die Produktion aus. Das ist einfach auch eine gute Connection tatsächlich. Du kannst ja heute durch die Technik, du kannst ja tatsächlich eine cleane Gitarre aufnehmen und du suchst dir im Nachhinein den Sound aus. Du kannst ja danach ein Profile raussuchen, wo du meinst, dass das am besten da reinpasst. Mhm. Ja, wenn du vorher mit dem Mikrofon, du hast deinen Sound aufgenommen, da machst du nichts mehr. Ja, gut, du kannst den EQ, kannst du dann noch ein bisschen einstellen. Aber du hast ja heute durch die Technik tatsächlich die Möglichkeit, du kannst ja eigentlich im Nachhinein den Sound aussuchen. Na, du musst es erstmal sauber einspielen. Also ein bisschen Reamping nachher. Und dann ist ja noch nicht mal, Reamping ist das ja eigentlich noch nicht mal. Ne? Wenn du nachher, das mache ich dann später. Man kann es so. Ja. Er nimmt es meistens mit seinem Lieblingseinspielsound auf, plus die kleine Gitarre, die DI-Gitarre. Und ich mache hinterher, in der Regel, ne, bei euch, biete ich dir irgendwie 7, 8, 9, 10 verschiedene Sachen an und dann kommt man so langsam zusammen tatsächlich. Genau. So, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen, den ganzen Technik-Talk mit Frank. Den gibt es bereits schon nächste Woche, geht über 20 Minuten, da gibt es sehr, sehr interessante Themen. Und für euch ganz, ganz wichtig, am 12. November ist es soweit, die neue Bonded-Platte erscheint dann über Century Media. Supportet gute Musik, supportet gute Bands, daher kauft das Album. Ist mega geil geworden. Ich persönlich finde es noch ein Stück besser als das Debüt. Aber ja, da mögen sich ja die Geister immer drüber streiten. Und wer Bonded live erleben will, im November, Dezember geht es auf große Tour mit Rage unter anderem. Und ihr spielt beim Peppi, beim Inside Festival. Ich muss aber gestehen, die November... Konzerte, die gibt es halt nicht mehr. Also wir fangen erst an am 2. Dezember, startet das Ganze. Sind da so ein gutes Stück von Shows ausgefallen. Wir haben dennoch, ich glaube, 8 oder 9 Shows zusammen mit Rage. Mhm. Letzte Show ist dann das Endzeit Festival hier in Essen. Und da freuen wir uns besonders drauf. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich werde dabei sein. Frank, du wirst auch dabei sein. Ich weiß, du hast ein Ticket. Für die eine oder andere Show. Corny sieht man bestimmt auch dort. Also wenn ihr einfach den seht, einfach ansprechen und am besten noch ein Autogramm holen. Also in dem Sinne, gehabt euch wohl, bis dahin und ciao, ciao. Ciao. Passion, you know, for the passion of music.